Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Mit diesem Satz aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, begrüße ich Sie herzlich zur Videoandacht vor der Arche zum ersten Sonntag nach Trinitatis. Ich lese aus Psalm 34. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob will ich stets in meinem Mund führen. Mit ganzer Seele will ich den Herrn rühmen. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Preist mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. Niemand wird vor Scham erröten. Hier ist ein Armer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und aus aller Not befreit. Der Engel des Herrn lässt sich nieder bei denen, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Er schützt sie von allen Seiten und rettet sie. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Verehrt den Herrn, ihr Heiligen. Denn wer ihn verehrt, dem fehlt es an nichts. Junge Löwen haben nichts und müssen hungern. Doch die, den Herrn suchen, haben alles, was sie zum Leben brauchen. Wie lange braucht eine Nachricht, bis sie beim anderen angekommen ist? Im Bruchteil einer Sekunde, so könnte man meinen. Wenn ich eine E-Mail schreibe und auf Senden klicke, ist sie da kaum messbar. Da genügt ein Klick. Aber manchmal scheint es, dass eine Mail im Internet doch Stunden braucht, wenn sie nicht gar verloren geht. Eines auf jeden Fall. Sie reicht bis rund um die Welt, bis ans andere Ende. Benutze ich einen Messenger-Dienst auf meinem Handy, so habe ich auch etwas Kontrolle. Ich kann dann sehen, habe ich die Info losgeschickt und dann gibt es ein graues Häkchen. Das heißt, sie ist transportiert. Zwei graue Häkchen, sie ist beim anderen angekommen. Zwei blaue Häkchen, wenn also die Farbe gewechselt hat, hat der andere die Nachricht wahrgenommen. Wie ist das eigentlich beim Gebet? Kann es sein, dass es unterwegs verhallt oder gar verloren geht? Etwa wie manchen E-Mails im Internet? Das Buch Jesus Sirach beschäftigt sich mit der Frage, wohin das Gebet dringt. So heißt es im 35. Kapitel, wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Erniedrigten dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt. Da ist ein Längenmaß im Spiel. Ein Gebet reicht bis in die Wolken. Hoch hinaus. Es vermag also eine große Distanz zu überwinden
Und das ohne Strom, ohne Handy und Internet. Zudem nimmt Jesus Sirach rund 200 Jahre vor Christi Geburt die Vorstellung auf, dass Gott im Himmel wohnt, ohne diesen Himmel genauer zu lokalisieren. Mehr noch, Gottes Gegenwart ist umgeben von den Wolken. Sie ist so eine Art Sichtschutz. Also, im Bild gesprochen, sie schützt die Menschen vor das glänzende Angesicht Gottes. Sie schützen vor dieser ganz intensiven Kraft, die kein Auge ertragen könnte. Für das Gebet heißt es, es kommt an, graues Häkchen. Es wird gehört, zur Kenntnis genommen, blaues Häkchen. Ganz der Form der weisheitlichen Literatur der Zeit umschreibt der Schreiber das Thema. Ja, das Gebet überwindet sämtliche Räume. Es reicht bis zum äußersten Ende der Welt. Aber die entscheidende Frage ist, wie lange dauert es, bis Gott sich dieser Bitte annimmt? Wann also lässt Gott sich darauf ein? Es verbindet sich mit ganz realen menschlichen Erfahrungen. Zwischen dem Gebet und einer Antwort können Minuten, Tage, wenn nicht gar Jahre liegen. Und vielen ergeht es so. Dem Kranken auf der Intensivstation, dem Kind zu Hause, bedroht in den eigenen vier Wänden, denen, die um Frieden ringen im heiligen Land, auch in den anderen Krisenherden dieser Welt. Ihr aller Aufschrei dringt zu Gott. Und es scheint zu dauern, es scheint in den Wolken festzuhängen. Das Gebet ist eben kein elektronischer Brief, den ich kontrollieren kann. Er ist auch keine Nachricht, die irgendwo im Internet herumschwirrt und verloren gehen kann. Ein Gebet kommt immer an, blaues Häkchen. Wie lange hingegen die Bearbeitung dauert, erscheint nebulös. Blitzschnell oder lange? Eines ist das Gebet auf jeden Fall. Ein Gesprächsfaden mit Gott. Darauf können wir trauen. Wir können uns jederzeit an ihn wenden und immer wieder auch mit dem gleichen Anliegen. Denn er ist uns auf jeden Fall gut gesonnen. Amen. Himmlischer Vater, ewiger Gott, du lässt dich von uns anreden. Du hörst auf unsere Stimme. Du siehst auf unsere Herzen. Du bist uns nah. Wir bitten dich für diejenigen, die schwer erkrankt sind,
die um ihr Leben kämpfen, für Ärzte und für die Pflegenden. Wir bitten dich für Kinder und Jugendliche. Lass sie beschützt und versorgt sein, unterstützt beim Lernen. Wir bitten dich für die Menschen im Heiligen Land, jüdisch, christlich, muslimisch. Lass sie Wege finden, um miteinander in Frieden zu leben. Segne alle, die für Verständigung eintreten. Und alles, was uns noch bewegt, schließen wir ein in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.